Da sind wir auch schon wieder mit Ringish Origins. Ganz kurz, bevor wir gleich loslaufen, warte ich mal kurz was gucken bei unserem Magier. Eine Bolzen, ja. Okay, gut. Das machen wir hier bei 50. Da kann man hier was machen, wenn ganz gut. Ja. Wir können es mal testen. Vielleicht klappt es. So. Der Jana. Laufen wir los? Ja. Laufen wir los. Die Wachen warten nur auf einen Vorwand, um ihre Klingen ziehen zu können. Es ist eine ruhige Nacht und ich will, dass das so bleibt. Was ist dahinter? Wohin geht es jetzt? Komm, der Teller. Ja, das können wir ist das dein Ernst? Du vergreifst dich an den Almosen? Wenn ihr Erbauer das bisschen vermisst, hat die Kirche größere Probleme. Ups. An die Almosen? Das wusste ich nicht. Anschlagtafel der Kantorin. Das übliche Mitleidsgejammer. Diese Anschlagstafel braucht ein wenig Auffrischung. Ups, das war, glaube ich, von der Kirche haben wir jetzt, glaube ich, das Geld geklaut. Hoppala. Was? Oh, nix, okay. Lamm aus. Was haben wir hinten? Ecke, keine Ahnung. Ah, du. Machen wir mal kurz aus. Bin nach dem Dorf bis weg. Da ist eine Art Lager. Ich frage mich, wer hier wohl was verstecken wollte. Manche Leute schätzen ihre Privatsphäre. Wollte der gemein mit der Magier? Natürlich. Die Zweckmannschaft. Eine Gemeinschaft von Magiern. Wusstest du davon, Sketch? Sie sind bedeutungslos. Meistens jedenfalls. Dann wird es ja auch niemanden stören, wenn wir den Hinweisen folgen und uns bedienen. Eliana, du bist fies.
Finde das Lager der Magier. Finde Hinweise auf das Lager der Magier. Du hast auf dem Markt Hinweise auf ein verstecktes Lager der Gemeinschaft der Magier gefunden. Halte in der Umgebung des Markts die Augen nach weiteren Hinweisen offen und befreie diese irdischen Magier von ihrer weltlichen Bürde. Boah, ist das fies. Ich mir die Magier beklauen. Codex. Hab ich. Wenn ich nicht drauf ist, ist angezeigt. Westbezogen. Diebstahl an der Gemeinschaft. Ich erinnere mich. Die Notiz der Gemeinschaft der Magier besagte, dass es auf dem Markt Hinweise gäbe, die zu einem versteckten Lager führen würden. Zu dieser Zeit kümmerte es mich nicht, ob jemand dieses Geld verdient hatte oder dafür betteln musste. Die Suche nach den Hinweisen war für mich einfach ein Abenteuer. Zerstreuung. Ich habe mich sogar auf die unvermeidliche Begegnung mit der Wache gefreut. Die Unterschrift besagte, dass der Name des armen Kerls Severin war. Gut. Dann kommen wir jetzt mal weiter. Warum ist das denn? Achso, eine Figur. Ich dachte, da steht jemand. Magierlagermarkierung. Ah. Kommen wir da hinten wohl rein? Wo wir schon da? Mal verloten. Irgendwo. Das ist das Innenhaus. Ist wohl in dem Haus drin. Ist auch irgendwas. Wir gehen erstmal da hinten in die Ecke. Da waren noch ein paar Leute. Sachen. Schatzsache. Alle Schatzsachen. Bleibt immer schön freundlich. Die Wachen haben noch keinen Grund, Jagd auf uns zu machen. Okay. Verschwindet! Nach Anbruch der Dunkelheit wird nicht mehr auf den Straßen herumgelungert. Okay. Ein Seidenteppich? Mhm. Keiner gesehen. Wolfs Reliquien. Da hinten ist nach oben. Ach, das sollen wir, glaube ich, klauen. Gut. Und gehen wir irgendeins der Häuser rein. Nee. Okay. Was herausragende Import war. Guck mal da. Klingt, als hätte Marjolaine ihr Ziel gefunden. Der arme Bastard. Noch eine Aktion. Hä? Noch eine Frage da. Ich beobachte dich. Beobachtest du mich? Hä? Bist du Batman? Renwolds Reliquien, als hätte er sie gefunden. Gestohlene Antiquitäten aus dem Hinterstehen.
Da sind ja unsere Schmuckstücke aus dem Norden. Hat keiner gesehen. Ach, Kacke, der steht da. Was haben wir denn da gefunden? Ach so, irgendwas. Gut. Was sind es? Weg. Bewahrte Dokumente, da was Pergament, das können wir schon verkaufen. Einhorn? Das ist ein Einhorn. Das ist ein Drache, keine Ahnung. Einhorndrache. Bote. Oh, Marjolaine war so hart zu ihrem armen Hauptmann. Ich frage mich, ob ich das vielleicht noch steigern kann. Wenn du dich schon in ihre Privatangelegenheiten einmischst, dann solltest du auch dafür sorgen, dass es sich lohnt. Bis da hinten der Denunziant. Narys, aha. Da sind wir noch Sachen klauen. Ihr könnt eure Finger nicht bei euch behalten, was? Also müssen wir jetzt kämpfen. Also kommen da jetzt viele. So, machst du jetzt das? Ja. Und das. Letztlich auch Liliana. Die den Typ hier angreift. Also gut, dann stellen wir hier mal alles auf den Kopf. Du bist ja lustig, wirklich. Habe genug! Jetzt hast du ein Problem! Wenn du noch bestehst! Die Ebeling! Genau, nie. Diese Schlacht trägt Höchstnamen! Tja, jetzt sind die Wachen wohl hinter uns her. Sehr schön. Immer her mit ihnen. Kriegst du denn nie genug? Nein. So, zack, zack. Liliana, auslachen. Ein eiserner Ring. So, normaler Ring, okay. Herausragende Importwaren. Der Mann ist wirklich von sich überzeugt. Können Sie die Antiquitäten aus dem Winter dabei legen? Natürliche Schmuck. Sollten wir davon was machen? Hebstein auf dem Markt? Okay, wir sollen. Na, dann sehen wir uns die herausragenden Importwaren doch nochmal an. Oh, das ist Totenschmuck. Es ist nicht ganz so hübsch, wie ich es in Erinnerung hatte. Vielleicht fällt uns für diese Dinger etwas Besseres ein, als sie einfach wieder zu verkaufen. Du könntest die Waren gegeneinander austauschen. Die Händler werden nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig zu beschuldigen. Ach, wie kindisch.
Können wir machen, ja. Dann sehen wir uns die herausragenden Importwaren doch nochmal an. Ich bezweifle, dass er noch viel Zeit für Erklärungen haben wird. Wir haben jetzt die Antiquitäten reingetan. So. Was mit dem Zwerg? So, dann würde ich sagen, ja, ganz kurz mein Mister. Bumm. Ablegen. 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 Anlegen. So. So, Leniana. Die letzte Kiste und dann beenden wir den Part. Feinste Kleidung? Dieser Sir Wally war eindeutig noch nie in Orlais. Die gestohlenen historischen Kostüme stehlen. Suchen wir nach einem besseren Verwendungszweck für sie. Und den Schmuck ablegen. Da wird er einiges zu erklären haben. Anpacken. Was haben wir jetzt? Gestohlene historische Kostüme. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Markierung. Wir schauen uns demnächst nochmal um. Erstmal gucken. Ich folge deiner Führung, Mädchen. Marjolaine hat uns weit von zu Hause weggeführt. Ich hoffe, die Bezahlung stimmt. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.